Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Dragonstar Vanir. So, ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum wir draußen sind. Und zwar ganz einfach. Ich habe mich ein bisschen gelevelt. Ich habe neu gestartet, dann bin ich verreckt. Weil diese Schildkröte, was da drin rumläuft, leck mich am Arsch, ist die stark. Sind wir rechts rum. Dann habe ich mich ein bisschen gelevelt. Bei dem Monster da. Hab mich jetzt auch komplett neu ausgerüstet und neu aufgestellt. Auch Party Formation und alles mögliche habe ich neu gemacht. Und wir werden es jetzt probieren, einfach mal straight durchzugehen. Und den letzten Wächterdrachen platt zu machen. Fragt euch, ja warum denn? Weil ich fast keine Zeit mehr habe durch dieses Level. Sind mir die kleinen Geschwister, die unsere... Ich hab ja einen richtigen Kopf. Die sind fast ganz oben, ne? Platinum Black, Platinum Body, Platinum Soul, Platinum Fang. Okay. Ey, die sind halt echt fast ganz oben. Ich glaube, es sind noch dreimal die Leiste für... Dreimal die Leiste füllen und wir sind halt durch, ne? Und wir haben halt noch zwei Kapitel vor uns. Das heißt, wir würden alle unsere kleinen Hexenschwestern verlieren. Hat er Schiss? Deswegen schauen wir ein bisschen, dass wir da durchkommen. Ich habe auch diesen einen Wasserdrachen gemacht in dem Star-Tempel im zweiten. Den, wo wir ja das eine Mal versagt haben, der uns voll wegradiert hat. Den haben wir da voll weggehauen, aber richtig. Ich hab's aber auch mal umgestellt. Also umgestellt im Sinne von, die Skills verstärkt und was, also pur auf Stärke. Und dann ging das eigentlich ganz gut. Einzige ist, will hier die Sachen natürlich unterwegs trotzdem aufhören. Damit man dann vielleicht am Schluss... Diese Schildkröte, Alter, die ist richtig übel. Gut ist, man muss dazu sagen, es waren drei Gegner. Heilige Scheiße. Die Schildkröte hat sie verstärkt. Oder der andere, zweimal. Und dann hat sie angegriffen. Oh, fuck, Alter, ey. Die hat dann halt dann 1500 mit dem Angriff abgezogen. Es ist auch, die Energie ist auch größer. Da haben wir jetzt eigentlich alle Richtung 3000. Da geht's noch nicht durch, oder? Ich muss komplett außen rum. Nee, da komme ich so nicht drüber. Ich finde es doof, dass man das, also... Dass man da halt... wirklich komplett außen rum muss, um das so... Ich meine, wenn sie auf der Seite ihre Magie einsetzen kann, warum nicht auf der anderen? Das ist ja eigentlich bloß eine dämliche Beschränkung. Boah, ich komm da gar nicht hin. Oh, Scheiße! Der ist nicht auf so Windguard. Mir geht's jetzt wirklich bloß um die Zeitersparnis. Und nachdem wir so viel Zeit rein investiert haben, unsere kleinen Schwestern damit dabei zu halten, wäre das echt ätzend, wenn wir die jetzt verlieren würden. Keine Gegner? Staff of Guidance. Ich weiß, wir können auch so einen Gegenstand einsetzen, der wo uns dann die Viecher vom Leib hält. Ah, okay, wir sind da. So, was bekommen wir hier auch wieder? Holy Water of Revival. Witch's Fortune.
Water of Miracles. Water of Recovery. Was ich mich aber auch frage, ne? Die... 4... 2... Scheiße! Ich hab nicht gesehen, dass der ganze Gang damit aufgefüllt ist. Ich dachte, das ist bloß wieder so ein Strich und fertig. Ne, was mich ein bisschen stört, ist die Tatsache, dass er die Charlotta ja schon, keine Ahnung, 200 Jahre jetzt da unterwegs ist. Und dass sie trotzdem eigentlich eher von der Stärke von normalen Hexen hat. Natural Ring. Sollte man nicht eigentlich irgendwann stärker werden? Wobei natürlich die Frage ist, wenn sie in den Schlaf geht, wo sie immer wieder hatte, um dann immer wieder aufzutauchen. Mammoth Earring. Magische Attacke. Boah, was? Walking's Earrings. Alter, hau rein. Verteidigung runter, Speed und Ding dafür hoch. Was haben wir hier? Necklace of Life. Verteidigung hoch, Speed dafür runter. Na, lieber das da? Nee. Da wäre die Verteidigung schon schöner. Dragonstar Amulet, Attacke. Wild Ring. 150 Energie, dafür weniger SP. Magic Attack hoch, Charm of Light God. Sind wir ganz unten? SP hoch, dafür Energierunde. Attacke und Speed hoch, dafür Verteidigung runde. Ja, aber Verteidigung hat sie eh nicht so viel. Machen wir lieber das. Ring of War. Was? 15, 15, Verteidigung, ja klar, Alter. Gerade bei der, die wo am schnellsten drauf geht. Magische Verteidigung. Ring of War. Warum haben die eigentlich alle einen Ring of War? Magische Verteidigung. Necklace of Life. Ja, machen wir das noch. Halt, ne, hier labern sie ja bloß, glaube ich, ne? Fällt mir gerade so ein. それなりに進んだつもりだけど、最大部まではまだだいばありそうね。徘徊している竜も難敵揃いだ。気を抜けば即座にやられかねないぞ。ラポネット、大丈夫か？息切れてたりしないか？多少疲れはしましたけれど、まだまだ大丈夫ですわ。 そうか。それならいいんだけど。え、もちろんですわ。きっとあともうすぐだよ。安心したわ。あなたたちを得意の希望と楽観に満ちた発言が出てくる余裕があって、この調子で守護竜までの道を切り開いていきましょう。あ、了解だ。 Du bist Sau, ey. Ich weiß, das sind ein Haufen Erfahrungspunkte, was wir jetzt da liegen lassen, aber die sind halt teilweise so scheiß stark. Einmal aufgepasst, alles kaputt. Hä? Wo kommst du her? Was? Ach, das war wieder das typische. Wo haben wir das? Auf der Ebene ist es auf jeden Fall nicht. Also die haben jetzt eigentlich ziemlich gut weggehauen. Es kann natürlich jetzt auch sein, dass ich jetzt einfach saustark, also saustark jetzt eher wenig, aber halt schon echt gut aufgestellt bin, weil ich jetzt die auch spezialisiert habe. Ich habe jetzt einen Sephir als pur Angreifer.
Und ich glaube, die Karikaro habe ich so als Durchschnitt genommen, so ein bisschen davon, ein bisschen davon. Die Minessa auf jeden Fall als vollkommener Attacker. Garden Spear. Stimmt, hier gibt's ja auch noch Equipment. Boah, der gibt bloß 100 und 235. Alter, da geht die Attacke halt genauso hoch wie das andere. So, jetzt geht's da runter. Deswegen finde ich es rumlaufen von Gegnern besser. Weil du kannst leveln, wenn du Bock hast. Gleichzeitig aber auch kannst du die halt einfach umgehen. Holy Water of Revival haben wir jetzt auch ziemlich viele. Ich habe jetzt zum Beispiel auch die Support-Members upgradet, dass sie halt auch wirklich supporten. Also jeder von den dreien hat was, zum Beispiel 10% mehr Energie, 5% mehr Angriff, 10% mehr Verteidigung. Dass der jetzt zu meiner Truhe rennt, ist doch scheiße. Geh weg von meiner Truhe. Oder hauen wir dich weg, aber du Penner kannst dich... Nee, wir haben nicht so viel Zeit. Also warte mal, wir müssen hier dann, ne? Ganz vergessen. Während der eine wegfliegt, kommt der eine auf mich zugerannt. Wahrscheinlich müssen wir am Ende gegen einen Dragonstar kämpfen. Gegen einen Drachenstern warm hier. Aber da muss ich dich würdig erweisen oder so. Keine Ahnung. Aber ich denke mal, es kommt halt wirklich noch raus, dass... Ah ja, stimmt, wir haben ja immer noch zwei Gegner, ne? Fällt mir gerade ein. Eigentlich sogar drei. Das heißt, ein mehr in Gagni oder wie der heißt. Sunrisy. Die Witch of Hellfire. Da oben geht's weiter, das heißt, kurz in die andere Richtung. Die Bite? Wird es schon reichen? Ne, wird noch nicht reichen. Komm schon, tu es einfach. Yes! Aber schau mal, der gibt 15.000, mit dem habe ich keine Ahnung, ich glaube 10 davon erledigt. Aber der zieht halt teilweise ab. Fuck, man. Und mal Laponette ist hier unsere Healing. Halt, ganz was noch nicht. Ich habe vergessen, dass der mich bloß sehen braucht, der bewegt sich nämlich nicht. Ah, scheiße. Warte mal, hier sollte man nicht speichern. Ich will noch diese Truhe da hinten haben. Jetzt sollen wir trotzdem einen Quicksave machen. Jetzt sind wir halt trotz durchlaufen. Trotzdem schon 14 Minuten unterwegs hier, ne? Fafnir, okay, es ist nur einer. Der ist gegen Wasser. Die hatte Feuer. Du hattest Wasser. Wasserpuff. Was hat er noch? Ein Labonetti Zeug. Ach, das ist nur für einen?
Da, das ist halt schon gekotzt, ein Triple Fireball. Aber er darf halt nur einmal. Ja! Er gibt ja auch 15.000 und ist nicht mal so stark. Guardian Bow. Problem ist wahrscheinlich bei dem. Das Problem ist bei dem wahrscheinlich vor allem. Oh ne. Nein. Aua, aua, aua. Dass der wahrscheinlich immer mit anderen Gegnern kommt. War der schon immer so? Die waren doch immer kleiner, oder? Ich habe so viele Speicherstände immer. Okay, der letzte Guardian Dragon. Noch irgendwas machen? Dragon Course. Du hast noch einen neuen bekommen. 884, Alter. Fire Boost. Lightning Flash. Okay, das schauen wir noch kurz. Skillset. Lightning Flash 500. Vertical Row. Hell Impact. Ja, dann einfach mal Lightning Flash noch mit rein. Gut, los. Doyara, jetzt um mich kakarere mit deine. Oh? Sollte. Schizukani. けど、今日は餌を連れてきたわけじゃないのよね。さすが守護竜だけあって、その辺の竜とは風格も迫力も桁違いだな。バルニールというのは、シャルロットのことか。餌を運んでくるものとして認識しているようだな。すぐに襲いかからずに、こちらの様子を伺っていれば、知能も相当高いみたいね。 どうしたラボネット？ 何か見えたのか？ 一緒にいるのは人間の男性。 Oh verdammt, seine Mutter. もしかしてこの子は そんな その方を手にかけてはダメなのに。 いつもと様子が違うわ。 おい、ラボネット、 大丈夫か？ ダメですわ。ラポネット、何が見えたの？どうした？なぜ俺を見る？ごめんなさい、ゼフィー。知らない方が幸せなのかもしれません。 この竜は、あなたのお母様ですわ。 Oh, hoppla. Ma! Eh? あら? この竜が、母さん。 母さん、なの？ わからないのか？ 俺だよ！ 母さんの息子のゼフィーだ！ くそ！ 知性はあっても、魔女だった時の記憶は何にも残ってないってか！ 青龍になり損ね、ずっとここにいたのか？
聖殿の守護竜としてシャルロッタに飼われて、俺は母さんをこの手で撃つのか。大丈夫ジェフィー。ああ問題ないな、シャルロッタ。一応釈明はしておくけど、あの竜があなたの母親だなんて知らなかったわよ。違う、そうじゃなくて。無理だとは分かっている。それでもシャルロッタの口から聞かない限り、母さんを元に戻す方法は。ごめんなさい。そうか、分かった。だったらここで倒すしかないわけだ。ゼフィー、その前にゼフィー、もう一つだけ。どうした？彼女は魔女だった時とても幸せでしたわ。愛する男性と二人で暮らし、あなたという子だからにも恵まれて、竜になる前、最後の瞬間に気にかけていたのはゼフィー、あなたのことでしたわ。ねえゼフィー、お母さんをゆっくり眠らせてあげましょう。それが今、ミネスさん。こうして再会したことにもきっと意味があるはずだ。さあ、お前が立派に育ったところを見せてやる。私たちにもお手伝いをさせてくださいな。私も手伝ってあげる。助ける術がなくても安らかな眠りを与えることはできるもの。あ、私も。みんな、そうだな。どれだけ嘆いたところで母さんは元には戻らないし、せめてこの手で母さんの魂を魔女の宿命から解放するのが最後の孝行というものだろう。力を貸してくれ。行くぞ。絶対に負けられない。ey, die hat aber anders ausgeschaut. Erde? Wind? Okay, Labonet. お任せくださいね。Hau rein. 一撃ですわ。What? Wir müssen das zerstören, das heißt Weak Defense. Okay, das hat einiges abgezogen, das ist schon mal sehr gut. Dead Wind.Warum ist die rot? Party all. Nee, brauche ich nicht.Silence Leap ist weg. Okay, das heißt, wir können oben angreifen. Defense Crush. Warum ist die so stark? Bei der nicht, ne? Kakugo shiro.
Machen wir Vertical. Ja. Boah, 7000. Alter! Warum ist die so stark? Alter, die gehen halt ab wie Sau, Mann. Ach du Scheiße! Glück gehabt. Warte mal, die Laponetta glaube ich hier all, ne? Aber die sollten wir da rausnehmen. Alter, wir hauen den so weg, ey. Machen wir eins runter. Oh mein, Fighting Spirit. Das trifft halt alle, ne? Boah, das ist abgezogen. Das sind zwei tot. Full Relief. Party All. Oh. Na, dann kann ich mit der eigentlich angreifen, hätte ich gesagt. Oder stirbt die mir weg? Wahrscheinlich stirbt sie mir weg. Au, ja, die ist tot. Könnte ich denn jetzt töten? Wahrscheinlich. Naja, wahrscheinlich überlebt jetzt der nicht, ne? Ey, das Greed Horn ist halt so scheiß stark, weil der halt alles trifft. Hop, Killman, bitte. Mal langsam, ne? Oh ja. Ja, er wird überlebt. Oh Gott sei Dank. Hau rein. Jetzt ist er down. Das haben wir jetzt aber nur dank der Laponet geschafft, Alter, mit ihren 14.000. So viel Tier. このままどんどん強くなるよ。終わったわね、ゼフィ。大丈夫。あ、大丈夫だ。こんな時まで無理するなよ。ありがとう。だが、母さんはやっと魔女のしがらみから解き放たれ、 後悔はない。 ゼフィ、 3つの神殿の中では この竜が一番知性があり、 聖竜に近い存在だったわ。 悪いけど、 この肉を無駄にはできないわ。 おい、シャルロッタ、 それはさすがに。 カリカロ、 大丈夫だ。 そこにあるのは、 もう少しのところで聖竜になり損ねた。 食べなければ。 ここに来た意味がないからな。ゼフィ、だから食べよう。さあ、ゼフィ、あまり無茶しないで。あなた、今自分がどんな顔をしているかわかる？え？変だな。視界が滲んでいる。人前で泣くなんていつぶりだろうか。 肉は私たちが食べるから、お前はやめとけ。文句は言わせないぞ。甘いと言いたいところだけど、構わないが、前にも言ったけど、ゼフィは聖竜候補にはなれないもの。すまない。それなら先に奥の部屋を調べてみない。
ええ、そうしましょう。他の聖殿に比べて物がないわね。調べるだけ調べてみましょう。あ、この様子だと目新しいものはなさそうだが、少しずつ心が落ち着いていく気がする。結局何にもなかったの。さて、これ以上引き延ばしても仕方がないわ。そろそろ竜の肉を食べましょう。ゼフィ、あなたは席を外してくださっても構いませんわ。ミネサネ、どうしよう。私、ファルモを食べなくていい。一緒についてきてるとはいえ、聖竜候補なわけじゃないんだから。カリカロたちが聖竜になれない可能性もあるのよ。ファルモ、いつ聖竜候補になってもいいように。そうだよね。うん、大丈夫。ねえシャルロッタ、何かないのかしら、竜を食べずに済む方法は。はあ、本当に甘いわね。それに答えたくなる私も相当甘いけど。ってことはあるのか。ええ、手段はあるわ、たった一つだけ。本当なの。ええ。それでその手段というのは何ですの。というか、なんで最初からそれを教えないんだよ。落ち着いて、後でちゃんと説明するわ。ゼフィーのお母さんとのお別れを済ませてからね。そうね、先にちゃんとゼフィーのお母さんを弔ってあげましょう。外に運んで墓を作ってっていうのはさすがに無理があるな。ああ、十分だ、ありがとう。ではみんなで祈りましょう。ゼフィーのお母様が迷わず天国へ行けますように。え、母さん、どうかいつまでも安らかに。さて、もういいだろう。ええ、そうね。物騒かつ野蛮なお邪魔虫が。ああ、そこにいるのは誰だ。俺の気配に気づいてたってか。ごちゃごちゃ言ってないで出てこい。それともおじけづいて顔を出せないのか。魔女風情が俺を煽ろうってか。いいぜ、そんなにお望みなら顔を出してやら。久しぶりだな、てめえら。やっぱりあなただったのね。部下はどうした。お前一人だけか。おいおい、腰巾着のことなんて聞くんじゃねえよ。なえちまうじゃねえか。他に人の気配はありませんわ。この付近に部下を配置しているわけではなさそうですわね。それで俺たちに何の用だ。よし、単刀直入に聞くから単刀直入に答えろ。ルビーアイは今どこにいる。ルビーアイ、確かエビル・レイヴンのリーダーの名前だったっけか。ええ、極炎の魔女ベンディッカのことですわよね。よくわからないわね。どうして自分たちの上官の行方を私たちに聞くの。しらばっくれようったって無駄だ。ルビーアイはてめえら魔女の仲間なんだろ。そこの赤い髪の魔女、てめえがルビーアイと一緒に洞窟にいるところを俺は見たんだからな。どういうことなのシャルロッタ。私があの女と会ってたのは事実だけど、それは単にすべき話をしていただけよ。ほう、俺たちエビル・レイヴンをいいように操って鎮魂騎士団と共倒れにさせろとでも言ったのか。違うわ、あの女は私の敵だもの。うせえ、死の子の言ってねえで、あの女の居場所を教えやがれ。魔女なんざどうでもいいと思っていたが、ここまで俺を苔に仕腐った以上は
どうも誤解があるようだが、ルビーアイの行方は俺たちも把握していない。おいおい、勘弁してくれよ。凄まれたところで答えは変わらない。すまないが、他を当たってくれ。この野郎、舐めた口聞きやがって。大丈夫だ、来るな。どの辺が大丈夫なのか、とっくに俺に教えてくれよ。てめえらをぶった切った後は、ルビーアイを血祭りにあげてやる。そしてなんだ。ジェフィー、危ないわ、下がっ。くそ、こんなところで。誰だ。一瞬で消し積みになってしまった。なんだ、信じられない。これが勇猛無比を誇ったデュランドルの最後だなんて。ルビーアイ、厄介なことになる前に片付けることができてよかったよ。ベンデッカ、今のはあなたが。おや、シャルロッタもいたのかい。とっくに仲違いしてるものかと思ったがね。ご心配なく、大体のことは話したわよ。極縁の魔女ベンディッカ、あなたとの関係もね。そうかい。だったら私から説明する手間は省けたね。極縁の魔女にしてエビル・レイブンのリーダー、なぜデュランドルを。おやおや、なんでそんなに私を見つめるんだい。言いたいことがあるなら。Scheiße。ああ、ファック。デュランドルを殺した。おやおや、威勢がいいね。100人以上もの同胞を殺したお前が、男魔女である俺を助けるわけがない。一体何を企んでいる。さあね、お前に教える筋合いはないよ。くっ。ああ、いい目だね。おっさ、もっと私を憎むがいい。そしてお互い憎しみ合ったまま、血と屍の皮を築こうじゃないか。くそ、ダメだ。怒りに飲まれたらこいつの思うツボだ。デュランドルはお前の部下だろう。どうして殺す必要がある。どうしてって、あいつはもう用済みだったからさ。私を疑った挙句、他の部下までそそのかしやがったんだ。おかげでこっちはエビル・レイブンを去らざるを得なくなった。まだやることが残ってたっていうのに。あら、そのやることっていうのは何のことかしら。誰がお前に教えるか。知りたいなら力ずくで聞き出してみたらどうだい。できるものならね。急に殺気が。やはり戦いは避けられそうにないか。一瞬で人を消し済みにするほどの力を持つ極縁の魔女を相手取って勝ち目はあるんだろうか。なんてね。そんなおっかない顔をしなくても、今日はお前たちとやり合う気はないよ。
もうすぐお前たちを探して、あのおっかないコーベリアが現れるはずだろうしね。団長が？ああ、そうさ。あの女に襲われたら、お前たちも無事じゃ済まないだろう。悪いことは言わない。今のうちに逃げたらどうだ？どういうことだ？そんなことを俺たちに教えて。つまらないことを聞くんじゃないよ。人間に魔女を殺されるわけにはいかないってだけさ。それじゃあまた。行ってしまいましたわ。怖かった。話に聞いてた以上だよ。どうする？このまま見送っていいのかよ。もうすぐここに鎮魂騎士団が現れるというのが本当なら、グズグズしている暇はないわね。あの人、もしかして私たちに力添えしてくれるつもりなんじゃないですの？ああ、それはありえないわね。あの女が私たちにきっと何か裏があるはずよ。少し前まで腹に一物抱えてたお前がそれを言ってもな。ちょっとカリカロ、嫌味なんか言ってる暇があったら警戒を怠らないで。いいわね？はいはい、分かったよ。じゃあひとまずネグラに向かおう。シャルロッタ、帰ったら聞かせてもらえるな。さっき君が言おうとしていたたった一つだけの手段のこと。そうね。でも本当にみんな青龍になる気はあるのよね？ええ。カリカロ？あるに決まってるだろ。覚悟はしていますわ。おい、何なんだ急に。悪いけど私にはとてもそうは思えないわ。竜を食わずに済むたった一つの方法には何の準備もいらないし、必要なのは覚悟だけよ。それができたら教えてあげるわ。さあ、ねぐらに帰るんでしょ？急ぎましょう。怖い団長さんが来ちゃうわよ。そうね。覚悟か。俺にも青龍になれる資格があれば。